Tschüss. So, mein Freund Heiko Etzold, der blamiert sich jetzt hier nicht mehr. Das hat er im vorigen Jahr gemacht. Da müssen wir mal mit dem Stichelbeere rausholen. Da hat er sich ein bisschen vertan gehabt in der Gangwahl und ist auf der halben Strecke hängen geblieben. Wir hätten bald gelacht und da haben wir gesagt, jetzt kommt der Lauf der Wahrheit. Aber heute ist kein Thema nicht, oder? Ihr seht schon, der Traktorist würde dann entsprechend dumm gucken, aber der sitzt drin und lacht. Ich denke mal so, wenn du hängen bleibst, kriegst du kein Bier heute Abend. Nee, ein bisschen Spaß soll auch sein. Die Traktoristen und auch unsere Hommersdorfer Land- und Kommunaltechnikhändler, die hier sich auf der Strecke mühen, haben heute Abend sicher ein Dankeschön-Bierchen verdient. Und das wollen wir vielleicht, wenn der eine oder andere noch hier bleibt, vielleicht mit euch gemeinsam trinken. Nicht, dass wir alleine hier rumhängen und morgen weitermachen müssen. Wenn ihr nach Hause fahrt, ich will keinen jetzt nach Hause schicken, redet nicht schlecht über uns, empfehlt uns weiter. Und wer morgen vielleicht nochmal kommt und hat eine Eintrittskarte für 2 Tage, der bringt vielleicht noch 3 Leute mit, dann wird es umso besser. Wir hoffen natürlich, Wetter sieht gut aus, dass diese Ecke hier unseres Landes vom Regen verschont bleibt. Also hier, Heiko, wir wünschen dir alles Gute, dass du oben ankommst. Pass auf, mach dir die Ölwanne nicht kaputt. Streicheln hilft meistens. Das ist wie mit der eigenen Frau. Ja? Es ist schon nochmal beeindruckend, wenn wir diesen Traktor jetzt noch sehen. Er ist auch komplett ausgestattet mit Überholbügel. Also er hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob er noch richtig arbeiten muss, oder ob es die Hobbymaschine ist. Dort in dem Bereich, dort wie gesagt, haben alle Traktoren ein bisschen zu kämpfen. Aber für unseren Gut, ja, er kann schon mal das Bein vom Gaspedal nehmen. Also Heiko, ich glaube, du wirst bei uns richtig akzeptiert, wirst nicht mehr verschrien und ich verkneife mir die dumme Äußerung, dass du mal ein Problem hattest, nicht mit der Frau, sondern mit deinem Traktor. Es ist immer schön, wenn solche Maschinen der Umwelt erhalten bleiben. Und die KSIM-100-Maschinen, die brauchen den Vergleich zu unseren heutigen Traktoren nicht zu scheuen. Vom Kraftstoffverbrauch, von der Robustheit ist jeder, der so einen Traktor noch hat, glaube ich, froh und er sollte ihn, glaube ich, auch nicht weggeben. Natürlich ist in den anderen Dingern viel mehr Hightech, aber dieses Hightech hat auch seinen Preis.